Nichts bereuen heißt nichts, dieser Film, ja, genau. Herr Andrack. Ja, ja. Schau, dass du mal die Filmtitel unserer Kinogäste, wirklich, ich sehe diese Filme alle am Tag des Besuchs, ja. Mittags gehe ich ins Kino, schaue mir diese Filme an. Nichts bereuen, und dieser Film wurde hochgelobt in allen Zeitungen. In allen. Ja, ja. Nur Hymne. Bitte? Hymne im Spiegel. Nur fantastische Kritiken, und das Schöne ist, sie hat sich auch, ist, was ist mit dem Finger los? Hat er Aua gemacht? Als ich nachgucken wollte, habe ich mich gerade geschnitten am Papier. Das sind die fiesesten Schnitte. Ja. An der scharfen Papierkante. Mhm. Willst du ein Dino-Pflaster? Hast du ein Dino-Pflaster? Nee, oder willst du ein Sprühverband? Nee, ist das schlimm? Nicht so schlimm. Können wir das mal groß sehen? Blutet's? Ja, schon. Hier. Bist du denn gegen Tetanus geimpft? Ja, aber das sind die ganz, ganz schlimmen Sachen. Ich kenne das. Ich fasse schon gar kein Papier mehr an, weil ich habe mich oft geschnitten. Ja, ja. Weißt du, wo ich mich aufschneide? Wenn ich in der Autotasche, in der Seite reinlange, um nach dem Autoatlas zu greifen. Ah. Ha! Und dann dieser Hass. Ja, oft ist kein Radfahrer da, den man umfahren könnte. Ah! Das tut so weh. Ja, aber das darf man nicht unterschätzen. Wahrscheinlich bist du nicht geimpft. Wahrscheinlich nimmst du es auf die leichte Schulter, wie so viele. Ja, hast du die komplette Tetanus-Schutzimpfung? Ja, ist lange her. Ja, siehst du? Das ist ein Arbeitsunfall. Da bin ja ich dran im Zweifelsfall. Als GmbH-Geschäftsführer kann ich ins Loch, nur weil du stirbst. Ja. Da wird keine Rücksicht genommen. Oder? Das ist, du musst dich impfen lassen. Schau mal in deinem Impfpass nach. Ja, alles. Tetanus, Pocken, das ist so wichtig. Man kann gar nicht genug geimpft sein. Das kommt alles wieder. Das kommt wieder. Und zwar, wodurch kommt es wieder? Durch die Öffnung nach dem Osten. Das wusste ich. Das wusste ich, diese Reaktion. Das ist eine medizinische Tatsache. Das heißt nicht, dass diese wunderbaren Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion uns absichtlich mit TB12 vollhosten. Nein. Man hat dort nicht die Gelegenheit gehabt zu impfen. Man hat nicht genügend Medikamente. Deshalb sind Krankheiten, die bei uns als ausgestorben galten, dort wieder stark im Kommen. Und im Rahmen des völkerverbindenden Schleimhautkontaktaustausches werden diese Krankheiten wieder stärker. So sieht's aus. Unglaublich, oder? Man sagt euch die... Ja, hast du ein Pflaster? Von der Aufnahmeleitung bekommen, ja. Fantastisch. Haben wir eigentlich einen Verbandskasten? Wir brauchen einen Verbandskasten hier im Grunde. Ja, wir haben doch einen Verbandskasten. Im Grunde brauchen wir hier einen OP. Der ist... Das habe ich gelesen. Georges Simenon hat in seinem Haus am Genfersee einen kompletten OP und ein Ärzteteam Standby. Wirklich wahr. Es gibt mehrere Krankheitsfälle und so weiter im Team immer wieder. Und wir verlieren weniger Zeit, wenn in der Show parallel operiert wird. Ich selber fühle mich gut, aber das ist das gefährlichste Anzeichen. Oh. So, haben wir jetzt alles gesagt? Du bist ja. Für Ding, die Gäste ja. Aus dem Osten. Nicht bereuen. Ja, nicht bereuen. Nicht bereuen. So heißt der Film. So heißt der Film. Ja, nicht bereuen heißt der Film. Ein toller Film. Und Jessica Schwarz heißt die Künstlerin. Wir haben getippt, ich muss noch 10 Mark Einsatz bezahlen. Ja. Jetzt habe ich wieder vergessen, das Geld. Kann ich nachbezahlen? Ach, hast du nie Geld dabei, wenn du hier in der Show bist? Nie. Mhm. Ne, warum soll ich Geld eingesteckt haben? Hast du Geld eingesteckt? Ja, klar. Nein. Wie, du gehst mit Portemonnaie auf die Bühne? Ja, ja, also ich gehe überall hin mit Portemonnaie. Ja, aber doch nicht auf die Bühne, das ist dieser alte Aberglaube. Echt? Ja, nie Portemonnaie. Also hast du Portemonnaie dabei auf der Bühne? Ja, natürlich. Zeig mal. Das ist ja das Erste, was ich sehe. Nein, mein Portemonnaie liegt hinten. Ja, wie soll man mich sonst beklauen? Nein, ich werde nicht beklaut. Alles steht unter Strom. Meistens vergesse ich selber, wenn ich reinkomme nach der Sendung. Ah! Ich muss diese 10 Mark, soll ich das Geld holen? Nein, das würde zu lange ablenken. Das würde stören, das würde stören. Ja. Soll ich einen reinschicken in meine Garderobe, dass mein Portemonnaie holt? Ja. Ja. Mal gespannt, wer den Schlüssel dafür hat. Seid doch mal so lieb, geht in meine Garderobe. Wenn ihr in die Hose seitlich reingreift, ich glaube links, nein hinten, es ist in der Gesäßtasche, wie wir damals beim Reichsarbeitsdienst gesagt haben. In der Gesäß... Reichsarbeitsdienst ist eine völlig normale Bezeichnung aus einer dunklen Epoche unserer Geschichte. Ja. Es gibt keinen Grund, ho, 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 ho zu machen, wenn der Begriff Reichsarbeitsdienst fällt. Das ist so, wie wenn Sie sagen, Adolf Hitler, boah. Er war nun mal... Ein Mann hat ja jede Vertrauensfrage gestellt. Was passierte eigentlich in diesen Zeiten mit Abweichlern?
Ho, 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 ho. Ich weiß es nicht, ich frage nur. Ist Fragen schon verboten? Nein. Sind wir eine Diktatur? Nein. Nein, wir sind das freieste Land, das es je auf diesem fantastischen Boden, wo Glückspfennige im Strafraum vergraben werden, gegeben hat. Auch das verdanken wir den Amerikanern. Gestern habe ich lachende Menschen in Afghanistan gesehen. Das hat das Publikum vorher sehr, sehr irritiert. Mhm. Als Zeichen der Befreiung. Bärte ab. Sven, danke. Unser Kollege, meine Damen und Herren, Sven, danke sehr. Guck mal hier mal. €10. Guck mal hier, ich habe so einen Schlüssel in meinem Portemonnaie für einen Koffer, ja, aus dieser hysterischen Zeit, als ich noch Koffer abgeschlossen habe. Heute, das ist interessant für Sie, falls Sie mal meinen Koffer irgendwo sehen, ich schließe meinen Koffer nicht mehr ab. Ich weigere mich, ich habe auch diese blöde Zahlenschlösser immer gemacht und so, ja. Alles Quatsch. Natürlich. Das behindert nur die Kräfte, die dich beklauen wollen am Flughafen. Ja? Dann ist der Koffer kaputt. Nein, mach den auf, hol es raus, aber mach den Koffer nicht kaputt. Ja? Das ist mein Kofferschlüssel. Das würde jetzt aber zu weit führen, wenn ich alles zeige, was mein Briefkasten ist. Guck, hier was, guck mal hier. Briefkasten? Geldbeutel. Ich kann mich nicht mit Details aufhalten. Hier, Bayern München, Mitgliedsausweis. Oh, wow. Was denn, FC? Ja! Yeah. Nee, der Rest ist nicht noch so eine Kreditkarte, so eine Popelskreditkarte. Das jetzt, wem gebe ich die 10 Mark? Uli, und der verteilt die dann an die beiden Gewinner. Wie komme ich jetzt an Uli? Ja, wenn Uli oben ist, könnte Uli jetzt runterkommen. Uli könnte runterkommen, er ist eh kamerageil und wahnsinnig ja, gerne. Uli hat nämlich Platz 3. Einer unserer großartigen Autoren, Uli. Wenn ja, er noch aber er ist der Verwalter. Also er ist nicht der Verwalter, er macht das ganze System und er drängt sich wirklich nach der Kamera. Man sagt mir, Uli, lass doch mal eine Show, wo du nicht vor die Kamera gehst. Wenn Uli noch, Theatersprache, wenn Uli noch im Hause ist, könnte er diesen Zehner abholen, damit ich es aus dem Kopf habe. Ganz genau. Ja? Bild hat heute alle Mannschaften, die sich qualifiziert haben, aufgeführt. Und dabei ist uns etwas aufgefallen. Es sind jetzt noch zwei heute dazugekommen. Nämlich Irland. Also Irland ist dazugekommen und in der Nacht quasi Brasilien. Richtig. Das konnte Bild noch nicht wissen. Aber ein Entscheidungsspiel steht noch aus, Uruguay gegen Australien. Ja. Mhm. Wer sollte deiner Meinung nach gewinnen? Ach schon, da ist Uli. Hier, meine Damen und Herren, unser Kollege Uli Hölzer. Uli. Danke dir, die 10 Mark von Snuggy wieder. Danke dir. Uli Hölzer, großartiger Autor, Verwalter hier des ganzen Spielsystems. Und wirklich, also die meisten wollen nicht vor die Kamera, aber er will jeden Tag. Morgens lauert er mir schon auf, kann ich heute mal wieder kommen? So, nein, Uli, doch nicht jeden Tag. Aber auf der anderen Seite, so sind sie eben, diese 18-Jährigen. So. Jetzt eine Gelegenheit, mal abzuchecken, sind es eigentlich die richtigen Länder, die da kommen? Bei vielen muss man sagen, absolut nicht. Schauen Sie, Frankreich, ganz klar, Deutschland, okay, gut. Ja, klar. Frankreich, Titelverteidiger. Japan, Südkorea haben, kann man offen sagen, bei einer WM nichts verloren. Nein. Sind nur dabei, weil sie es veranstalten. Ja. Adios nach der ersten Runde. Kamerun, die sympathischen Exoten. Achtelfinale. Menschlich wahnsinnig liebe Kerle. Mit Winnie Schäfer. Mit Winnie Schäfer als Trainer. Das sind die Großen, die die menschliche Werte reinbringen und so. Und wo es heißt, also man weint eigentlich ein bisschen, wenn sie gehen. Mhm. Aber natürlich gehen sie, das steht fest. So, dann geht es weiter. Tunesien, Südafrika kann ich beurteilen. Nigeria, Senegal. Mhm. Danke. Schweden? Wie sieht es mit Schweden aus? Ah, ist immer schwer zu schätzen. Mal werden die Dritter, mal verlieren sie jedes Spiel. Ja. Man kennt dieses Tröms und Röms irgendwie nicht so richtig. Aber, okay, Spanien. Ja, wie immer, hochgewettet direkt absolut raus. Allerspätestens im Viertelfinale Feierabend. Ach, Quatsch, Vorrunde weg. Vorrunde, ja, ja. Es ist Español, es macht es euch mal klar, absolute Nixe. Weil die Leistungsträger bei euch in Spanische Liga alle Ausländer. Figo und Zidane. Und Raul ist super. Raul, ja, aber sie haben noch nie was gebracht. Nee. Es ist immer dieser Geheimfavorit und so. Und dann weiß er irgendwie 2-2 gegen Rumänien und so weiter. Aber auch Rumänien, nix dabei, Kovic. Gestern Abend habe ich gesehen gegen Slowenien. Das finde ich sehr geil, dass Slowenien dabei ist. Hauptstadt von Slowenien. Ach, ich sag's immer falsch.
Ljubljana, haben wir oft hier behandelt. Ja, ich weiß. Ja, merkt dir doch mal was. Lass dich doch mal impfen und merkt dir ein bisschen was. Ljubljana, im Gegensatz zu Slowakei, Hauptstadt? Bratislava. Pressburg oder Bratislava? Ja, Pressburg. Also korrekt muss es heißen Bratislava. Ja, genau. Ich sag Pressburg, heimlich. So, jetzt, was geht's weiter? Spanien, England, okay, das muss. Ja. Denn das Mutterland des Fußballs, wir werden auch nichts reißen, oder? Viertelfinale. Viertelfinale. Aber wir hoffen natürlich auf Spiele gegen uns, um diesen ganzen Klimbim mit Helmen und Blitzkrieg und so weiter wieder auspacken zu können. Russland, was ist das? Da, na, nicht wirklich. Nee, glaube ich auch nicht. Was ist mit Kroatien? Auch die beste Zeit vorbei. Ja? Ja. Šukur, spielt er noch? Ja, aber furchtbar alt alle. Wirklich? Wo ist er jetzt? In Barcelona? Weiß ich gar nicht. Irgendwo ist ein Spanisch so. Kriegt 50 Millionen am Tag und wird nicht mehr eingesetzt. Braucht nicht mal mehr zum Training kommen. Portugal ist eigentlich schon gut. Sehr, sehr stark. Sehr stark. Ja. Wird häufig unterschätzt. Dänemark, ähnlicher Fall wie Schweden, bringt nicht wirklich was, oder? Nee. Das ist auch diese Fans immer mit diesen gelb-roten Gesichtern, sympathische Fans und so, gehen einem aber eigentlich bis auf den Sack. Weiß-rote. In diesen Fußgängerzonen so? Ja, ja, ja. Hör mal, röte Böte, Dänemark und so. Will man eigentlich nicht. Man will eigentlich eher diesen tumpen, angesoffenen deutschen Typ von Spielen, ja. Oder? So, die so kultig werden. Gestern habe ich auch gesehen, 5 Mann nebeneinander in Dortmund mit einem Zylinder, auf wo Rudi draufsteht und so. Die Spaßgesellschaft hinterm Zaun, das gefällt mir gut so. Es hat so was Weggesperrtes, wenn man das sieht, mit diesen Zäunen. Ja? Also Dänemark ist okay, wird aber auch nichts weiter reißen. Ja. Dann Italien, ganz wichtig. Klar. Das ist klar, die gehören dazu, sehen absolut am geilsten aus, muss man sagen. Haben auch nicht diesen europäischen Einheitslook mit Raspelbirne. Diese früh verklatzten Kahlrasierten, weißt du, so dieses, das haben die nicht. Nee, die haben doch wirklich diese, die haben auch diese leicht homoerotische Ausstrahlung, muss man sagen. Finde ich schon. Das ist ambivalent bei denen. Oder? Findest du nicht? Ja, du, ich weiß, du kannst es beurteilen. Ich will auch als Nicht-Schwuler attraktive, erotische Männer sehen. Ich will nicht diese tumpen, kurzbeinigen Ausputzer hinten oder was. Diese Filigrane, das ist für mich so irgendwie so, sind das so diese römischen Jünglinge, weißt du, so die sehen aus, als ob sie von Deckengemälden gestiegen. Die sehen für mich aus, als ob sie in der Halbzeitpause Trauben so essen in der Kabine. Während unsere irgendwie blitz mit dem Handtuch über dem Kopf haben, ja, haben diese Italiener nackt, liegen die in so einem Pool und essen Trauben. Obwohl der Fußball nicht so attraktiv ist. Es ist immer noch dieses Gemauere. Ja, aber irgendwie schon technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, und es ist einfach Italien und sie haben geile Trikots. Das sieht schon mal besser aus. Alle. So, das, die müssen auf jeden Fall dabei sein. So, wer kommt dann? Wer ist dann als Nächster? Italien, auch ganz wichtig. Argentinien. Argentinien gehört für mich absolut dazu. Klar. Ecuador, Paraguay. Ja. Paraguay ist im Grunde die deutsche B-Mannschaft, oder? Ja. China, Saudi-Arabien, politisch sehr wichtig. Genau hinschauen, denn adios Vorrunde. Costa Rica ebenso. USA braucht gar keiner bei einer WM. Aber überhaupt nicht. Ja? Aber gar niemand braucht die bei einer Fußball-WM. Wer ist der Nächste? Mexiko, geht so. Doch, ist okay. Doch, ja. Ist immer dabei. Ja, Mexiko. Slowenien, wie gesagt, meine Lieblingsmannschaft. War sehr geil, wie die gestern Rumänien geputzt haben. Manfred Krug, nicht Manfred Krug, wie heißt dieser Schiedsrichter? Doch, wie heißt er denn? Krug? Werner Krug? Helmut Krug! Helmut Krug, okay. Abschiedsspiel, der hat das FIFA-Grenzalter erreicht. Slowenien dabei, dann Türkei, absolut wichtig. Großartige Fans. Fantastische Fans und nehmen es sehr sportlich, wenn es nach der Vorrunde heißt, Koffer packen. Und natürlich, meine Damen und Herren, mein stilles Lieblingsland Belgien, auch ganz wichtig. Weil es sind so Kloppertypen, die irgendwie so in der ersten Division auch teilweise so, die stehen eigentlich nur bei Matsch und mit Kopfverbänden, sehe ich die. Das ist so früher die Glanzzeit, RSC Anderlecht. Ja? So, dann dabei Brasilien, das ist ganz wichtig, ja. Die könnten Sie noch nicht wissen, und Irland. Genau. Und ich möchte auch, dass Uruguay kommt. Uruguay war nämlich zweimal Weltmeister, das weiß man nicht mehr. Ich glaube 1934 oder ganz früh, 38, ja, ja. Ganz früh. Ganz und die Uruguay sind auch 34, 50, ja, das sind so Langhaarige, die auch so irgendwie in Italien 50, spielen ja. und die noch so richtig, weißt du, die machen noch so richtig diese brutalen Dummfouls. Urus, die treten noch, wenn der Schiedsrichter guckt, richtig in die Knochen rein. Nicht so dieses Gehäckel oder so, sondern der Uru an sich ist noch bereit, in den Schlamm zu treten. Ja.
Die kommen auch nicht sehr weit, aber es sind so dieser Azteken-Brutalinski-Touch kommt da für mich rein. So. Aber Bild-Sportredaktion. Ein Land ist qualifiziert und das fehlt hier. Ein Land, für das keine Show so viel getan hat wie wir. Ja. Polen. Polen hat sich in der Gruppe von der Ukraine qualifiziert. Als erster qualifiziert. Ja, und fehlt hier. Unglaublich. Ich finde, da sollte sich der Außenminister für entschuldigen. Ein Glückspfennig in Warschau im Strafraum vergraben und sagen, sorry, es war nicht bös gemeint, es war Schlampinski-Rei. Dann wäre die Liste komplett. Ja? Also, wir haben uns, glaube ich, jetzt bei allen Ländern, das war sehr fachkundig, oder? Das war nicht von so einer dumpfen Aversion getragen. Nein, nein, nein. Das war sehr subtil und, ja, genau. Und da sprach einfach große Fachkenntnis daraus. Und unser DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelde, meine Damen und Herren, das war für mich ein Mann gestern Abend, wo du merkst, der hat die Fäden noch in der Hand. Mhm. Wir brauchen keinen Manager. Wir brauchen keinen Kalle Rummenigge als Manager. Mayer-Vorfelde, oh, weißt du, wer auch gut gefällt? Werner Hackmann, der Präsident des HSV. Mhm. Sehr gut. Wie er so, eigentlich so, neben diesem Trotzki-Cola, der sah echt aus wie von der KPDSU nochmal aus dem Mausoleum geholt. Dieser Bart, diese Brille, diese Haare, das sah echt so aus. Früher, weißt du, als Brecht noch im Original gespielt wurde, da sah immer der Kommissar, der sah, aber als er zur Wand ging, der sah aus wie Cola gestern. Spielt er noch Cola? Ja klar, bei Dortmund. Natürlich. In diesem Outfit? Mit Trikot wahrscheinlich, aber ja. Ohne Brille. Hm. Und Gerhard Mayer-Vorfelde ist, glaube ich, der Mann, der uns in Japan und Korea zur WM mit absoluter Sicherheit führen kann.